Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Raft-Special. Baumöglichkeiten in Raft. Und es geht weiter. Ja, es geht weiter, denn wir sind jetzt auf einem weiteren Spielstand von Scrat. Es hört nicht auf, merkt ihr es? Hammer, oder? Nee, jetzt pass auf. Jetzt kommt überhaupt der Hammer. Denn Scrat hat es geschafft, ein fliegendes Flugzeug zu bauen. In Raft. Ich bin total gespannt und wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare. Und jetzt lass uns einfach mal dorthin. Viel, viel Spaß. Ja. Deswegen weiß ich, dass du das unbedingt sehen musst. Ja, ach, du heiliger Strohsack. Wo bist du denn? Ich bin hier rausgelaufen und jetzt bin ich gerade hier auf Tangaroa drauf. Ja, da habe ich angelegt. Das ist die originale Insel hier unten. Ja, ich kann mir bei Gelegenheit mal Screenshots posten, wo das Ding auf Stelzen gebaut wurde. Wie viele Tonnen, tausende Stelzen ich benutzen musste. Ach, du Heiliger. Das sind ja alles auf Stelzen hochgezogen, ne? Und dann ja. mit Ecken, dass es fliegt, ne? Ja. Ach, ich weiß gar nicht, wie ich das einfangen soll. Ach, du heiliger Strohsack. Es ging gut von Tangaroa, von dem Gebäude aus, hat man es gut hingekriegt, wenn man dort in so ein Gebäude reingeht, weißt du? Ja. Ansonsten habe ich auch schon mal, das Ding kannst du bei Tangaroa reinfliegen. Also wenn du mit der Insel dort siehst, das geht durch die Scheibe durch. Nein. Ja, da kannst du dich auf Deutsch reinbacken. Mit zwei Stühlen geht das. Ach. Kannst in Tangaroa reingehen, obwohl du noch nicht freigeschaltet hast. Das funktioniert. Aber du hast es jetzt auch ohne Mod gebaut, ne? Ja. Okay. Kriegst du auch Screenshots noch mit Kackstelzen. Weil, was jetzt noch lustig wäre, irgendwie so, dass man so einen Flugzeugträger oder so baut hier unten und wo du denkst, das fliegt gerade weg oder so. Das ist mein Problem mit den Frames, das kann ich nicht machen. Ja. Hey, wie kommst du da rein? Wo bist du? Achso, da bist du. Okay. Okay, ja, jetzt hast du zwei Motoren, zwei Motoren, ne? Genau. Ja, brauchst du eigentlich nicht. Du siehst ja, die Fläche hier von dem Floß ist ja gar nichts, ne? Ja. Aber Max-Geschwindigkeit, wie immer. Ja, genau. Hier habe ich auch die Antennen. Also auch hier ist hier die Anlage hier auf dem kleinen Dinge. Ach, hier oben kriegst du übrigens zu essen. Ich werd wahnsinnig. Wie lustig. Hier hast du... wo ist denn das Essen drin, ne? Hier nimmt ihr mal in der rechten einen Haken raus hier für die Seile. Hier hast du gebratenen Fisch und hier hast du Wasserflaschen. Mhm. Und wenn die nicht reichen, wir haben ja noch zwei Wasserbälle, doch hier, zwei Dinge. Okay. Ja, hier ist wie gesagt das Zielgerät. Ja. Wo wir hin müssen. Ja. Ey, wie geil sieht das denn bitte schön aus? Ey, ich krieg mich gerade gar nicht ein. cooler ist, wenn du so ein Mini-Video machst, wie ich gerne mal mache, wo das dann einfach so an der Insel vorbei fliegt. Ja. Das sieht cool aus. So, und jetzt gehen wir mal drauf, oder? Ja, und das ist jetzt das Spannende, weil als ich jetzt hier stand, ja, hat mir das jetzt noch gar nicht gecheckt, wie kommst du denn jetzt da drauf, ne? Weil du siehst nur das eine Seil, was nach unten geht. Ja. Wir müssen die Leiter hoch, die ewige Leiter. Mhm. Das war auch ein bisschen tricky, dass ich das Seil oben so hinkriegte, dass man auch hin und zurück kommt, ne? Mhm. Angekommen. So, bitte nach mir. Vor mir, meine ich. Alter, guck, wie krass das ausschaut. Oh mein Gott! Ich muss Fotos machen, ich muss tausend Fotos machen. Jetzt haben wir gerade... Alter. Entweder passend abspringen oder auspendeln lassen und dann abspringen. Ach, wie lustig. Oh, jetzt komme ich. Hui. Nein. Ich bin zu zeitig gesprungen. Das ist lustig. Und das ist halt ja so gebaut, wie wir es jetzt halt kennen. Mit Stelzen nach oben. Ja, mit den halben Dingern. Schwimmbontons, Stelzen nach oben und dann die Ecken.
Und dann irgendwann alles untenrum weggekloppt. Ist ja der Knaller. Okay, du kommst jetzt also hier an und dann musst du jetzt in das Tiergehege fallen oder was? Oder? Nee, muss man eigentlich nicht. Man kann. Warte, ich bin gleich wieder da. Ja. Das ist ein ewiger Weg. Wenn man eh mal ins Wasser gefallen ist. Ja. Der Witz ist übrigens, die Möwen gehen hier nirgendwo ran. Warum nicht? Die Möwen kreisen über dem Ausgangsfloß. Das ist dort drüben. Musst du mal hingucken, wo die Möwen... Das haben wir schon... Wer war denn das? Ich glaube, der Paddel hat das gemacht. Ja. Bei seiner Titanic. Da hat er auch so ein Außending. Das war das Original. Und da gehen sie ran. Und beim eigentlichen gehen sie nicht ran. Ja. Und da ist auch der Hai. Von der Range kommen die hier nicht ran. Ne? Also somit fressen die dir nichts weg. Ja. Ja, wie gesagt, das ist da. Der, ich brauche sowas auch. Okay. Ja, das Heck ist ein bisschen schwer zu machen, muss ich sagen, mit den Leitwerken etc., aber ja, unten sieht man das nicht so extrem. Mhm. Ja, man kann hier reingehen, in das Mini-Tiergehege, wir gehen aber mal hier vorne. Ja. Ein Ruheaussichtspunkt. du kannst über die Flügel... Alter, kann ich von hier ein Foto machen? Oh. Von hier aus habe ich auch Fotos gemacht, ne? Ja, aber da sieht die Spitze blöd aus. Das sieht aus wie ein Schnabel. Ja, man kann das nicht einfangen, ne? Das ist Wahnsinn. Doch, ja. Wie gesagt, aus einem Hochhaus, also irgendein Hochhaus ging das. Ja, muss ich machen. Ja, so. Ja, hier ist nochmal die zweite Station, die funktioniert auch. Mhm. Okay, dann haben wir auch mal das Nötige, ne? 2, 4, 6, 7 Stück. 8 Stück, das Nötige vor allen Dingen. Ne? Ja, aha. 8 Schmelzen. Ja. Das ist ja eigentlich das Cockpit, wo nichts drin ist. Aha. Hier guckt man einfach ins Nichts rein, gucken dort. Alter. Die kleine Küche. Ja. Ja klar, du hast halt nicht so viel Platz, ne? Das ist wie auf dem Dampfer. Man muss eben die Möglichkeiten dort, ne? Ja. Aber trotzdem das Detail, guck mal, mit dem Schuh, ne? Ja. Das darf die schönen Erdbeeren. Ja, das sieht so cool aus. Und da ist halt cool, da gehen sie ja jetzt nicht dran. Du kannst ja jetzt hier dekorieren, auch wie du willst. Ich kann Pflanzen hinstellen, wie ich lustig bin, ne? Ja. Hammer. Ja, aber hier hinter dir, guck mal, auch Detail. Ja, ne? Muss, bei mir muss das. Details müssen immer. Ja. Hast du überall versteckt, paar Details immer. Ja. Wie ist denn hier? Harald. Harald ist eigentlich immer. Ja, ja. Die hat keinen Namen. Oh, die haben keinen Namen. Ja, ja. Passiert. Und ja, hier, Mama Bär hat einen Namen. Mhm. Hier muss man auch aufpassen, dass man hier nicht zu lange drückt, wenn man die Tür öffnen will. Dann tut man nämlich auch den Kopf abmachen. Ja, Ja, willkommen im Passagierbereich. Ach, wie lustig. Viel kannst du nicht machen, Tisch und Stuhl, nee, aber es geht doch ein bisschen. Ach, wie lustig. Ja, und die Bilder sollen einfach mal die Bildschirme sein, dass die Leute während dem Flug was sehen können. Ne? So, muss ich nur mal in die andere Richtung? Ja. Mhm. Ja. Ist das lustig. Das gibt's ja nicht. Normalerweise ist die Tür zu. Ja. Wie sie alle dann geschockt sind hier vom Bären. Sehr cool. Ja, da kommen wir in die kleine Sache rein. Das ist die erste und zweite Klasse. Ja. Ja, nicht wirklich. Ich glaube, bautechnisch habe ich hier irgendwie die Zwischenwand gesetzt. Ich weiß jetzt nicht mehr warum und das hat sich dann so ergeben. Ja. Hammer. Wir haben aber auch kleine Monitore. Ja, ja. Ja, das Nötige, ne? Ja. Bienchen und ja, Benzin und Tierchen. Ein paar brauchst du ja, ne? Ja. Von jedem eins. Fürs Gemüt auf alle Fälle. Ja. Gehört dazu. Ja. Und hier kommst du in den Sprengler. Du musst immer aufpassen, weil die Tiere immer hier durch wollen. Mhm. Ja, der macht ja 1, 2, 3 Blöcke. Der macht die genau, drei der Blöcke, macht er immer. Die macht er. Mhm. Ja.
Ja, und hier habe ich noch Patronen mit nichts. Okay. Aber der... Doch, Batterien und Wasser gibt es hier. Dann musst du den Rest hier per Hand dann... Nee, guck mal nach oben. In der Mitte wird durch den Himmel gegossen. Ah, ja, das funktioniert ja bei mir nicht. Ich habe ja keinen Regen. Ja. Ja, aber cool. Sehr schön. Ja. Aha. Ja, du kannst nicht ganz mittig springen, kommst du nie wegen den Blumenkasten. Du musst an der Pflanze vorbeihuppen, wenn du drüber willst. Ja. Da lässt sich sonst nicht drüber. Aber du hast ja kein Zimmer jetzt hier oben, oder? Nein, nein. Ja, das ist größentechnisch nicht wirklich drin. Mm. Also kein Gästezimmer. Ach, stimmt, du brauchst ja was zu... Ja, hier hinten ist Wasser, komm mal mit. Hast du unten nichts rausgenommen? Doch, habe ich. Nein, nein, ich habe nur gefragt, ob du hier oben schläfst, aber du schläfst ja dann unten, ne? Ich habe hier vorne auch ein Bett drin gehabt. Okay. Ja. Ach, dort vorne im Vorderteil, weißt du? Ja. Na mal, hier vorne ist doch mein Bett. Hier, genau. Hier ist mein Bett, an der Küche. Ich schlafe direkt mit warmem Kopf am Ofen. Stimmt, stimmt. Ja. Ja, cool. Ja. Die Antenne hier mitten im Raum. Ja. Aber irgendwie muss das reinpassen. Ja, ja, klar. So, und jetzt können wir aber nochmal... Hier. Hier geht es wieder gebückt runter. Also mhm. Unten. Es gibt hier auch einen Keller. So ist es ja nicht. Ja. Etwas eng. Hier ist auch wieder unter Sprinkler, okay. Das ist ja von hinten, ne? Ja. Wo zur Hälfte rausguckt. Ja. Und der ist aber nicht mit Wasser angebunden, nicht mit Staubsaugerzeug. Nee, mhm. Geht ja hier nicht. Mhm. Aber hier habe ich meine leckeren Erdbeeren. Oh. Und das nötige Gemüse. Kannst du das gut hier pflanzen oder ist es schon fast zu eng, oder? Das geht gut. Oder ist es eine Not? Nö, kannst du mal probieren? Also, pflück doch mal raus. Warte, ich würde das gerne mal bei den Erdbeeren ausprobieren. Weil das ist ja lustig hier, ne? Wenn ich jetzt hier ernte. Ja. Kannst du auch wieder reinsetzen. Und dann? Ah ja, klar. Einmal gießen. Ah, lustig. Ja. Ach, cool. Nee, okay. Mhm. Also wenn es funktionell wäre, wäre es hier nicht drin. Und das muss bei mir auch alles dann funktionieren, ja, wenn ich es so baue. Ja, ja, hier hinten könnte ich jetzt noch eher Pflanzen hinmachen, Blumen etc. Aber das ist ja nie wirklich gedacht, das Floß für sowas. Ja. Also, das Floß, ne? Ja, das Flugzeug eher. Ja. Das Flugfloß, genau. Und hier hinten könnte man wieder hoch. Jetzt kommt man bei den Tieren wieder raus hin. Ah, okay. Ja, den tue ich natürlich mit der Hand befüllen, den Sprengler hier. Ja. Deswegen gibt es ja auch ganz viele Wasserflaschen hier drin. Und Batterien. Ach, krass. Nee. Krass. Ja, das ist nicht allzu groß, aber das ist lustig. Es ist lustig, auf alle Fälle. Ja. Auf alle Fälle, ey. Hammer. Daran merkst du echt mal, was möglich ist. Oh ja. Was du alles bauen kannst. Ich hab's ja immer manchmal reingeschrieben, ne, was da alles geht. Ja. Und zumindest habe ich immer solche Kommentare dann hinterlassen, da geht noch viel mehr. Ja, genau. Ja, man ist halt immer so stolz auf sein Zeug, aber das ist ja, wenn du so fliegende Geschichten noch hast, ey. Alter. Ja gut, jetzt muss ich halt nach Tangaroa, ne? So, jetzt müssen wir aber nach hinten und hinten ist das für unten, ne? Also, dass du runterkommst. Die sind alle Beete oben, das siehst du, das Innenfeld. Jetzt habe ich ihn abgehängt. Okay. Dauert nur etwas länger. Hab ich hier was drin? Nee. Das Steuerrad ist hier drin, genau. Jetzt weiß ich, warum die Kiste hier steht. Ah. Alter, wie krass. Genau, wir haben das hier, wo wir kommen. Und hier, guck mal, hier unten hast du das zweite. Ah, das, okay. Alter, wie übel. Jetzt komme ich schon wieder an Wasser. Hier musst du ohne abspringen, gar nicht. Du hältst einfach ganz normal an. Irgendwo hier habe ich Wasser. Ist das geil. Ja. Oh mein Gott. Also, wenn du nur ein zweites Wasser brauchst, hier ist noch eine Flasche drin, hier in der linken Truhe. Ja, hole ich mir mal lieber. Wer weiß, wie lange ich jetzt brauche. Aber schlecht zu sehen.
Mit dem Rand. Ja, wir müssen irgendwie mal richtig hoch oder raus, ne? Ja. Warte mal, vielleicht kommen wir hier auf den Balkon. Ach, hier draußen. Ja, da wo der Geburtstagstisch ist. Müsste es doch gehen, nicht? Ah, genau. Ja, jetzt siehst du das auf alle Fälle. Alter, der Schnabel sieht so aus. Nein, ich mag das nicht von so von der Optik. Sieht so, ja, mit dem vorne habe ich mich echt schwer gehabt. Das ging irgendwie nicht. So eine Flugzeugspitze kriegst du irgendwie den. Ja. Ah, lustig. Krass. Man muss bloß aufpassen, wenn man hier reinfliegt mit dem Ding, dass man die Tiere hier runterschiebt, ne? Ja, genau. Das passiert halt, ne? Ja. Ich hatte auch gedacht, ich schaff's nicht. Aber guck mal, von hier sieht's auch wieder. Also du musst ja von unten so ein bisschen die Flügel sehen, deswegen sieht das schon so cool aus, so, ne? Ja. Aber hier oben hättest du mich jetzt, wenn du hier oben gewesen wärst, hättest du mich gleich geohrfeigt, glaube ich. eine Lootkiste vergessen. Die steht hier oben rum. Uiuiui. Große das, Holzkiste. Das geht nicht. Das geht gar nicht, genau. Ich bin gespannt, wenn es halt mehr Story gibt noch, ne? Warte mal, dann hau ich einen Haiköder hier hin. Ich hab da welche. Dann hast du mehr Ruhe. Haiköder. Wo das ist, glaube ich, jetzt schon ein geiles Bild. Alter. Wo habe ich denn die Haiköder? Ich sterbe gleich. Nein, nicht sterben. Ich habe keine Haiköder mehr. Okay. Dann machen wir einen Hai-Tod. Wo ist er? Aua. Noch einen, dann bin ich tot. Ich sehe leider weder Hai noch dich. Ich komme zurück. Ich versuche zu springen. Ah, jetzt habe ich Hai gesehen. Ich versuche zu springen. Springen. Genau, immer springen. Komm her, Hai. Zack, einmal getroffen. Der taucht dann immer so jämmerlich tief ab, wenn man den immer trifft. Das nervt. Ja. So, ich aber bin. Er kommt wieder. Zack, zweimal getroffen. Der hat mich noch nie erwischt. Ach. Ja, da kannst du, wenn du willst, Screenshot machen. Ich beschäftige mich hier. Jetzt ist es dunkel und ich glaube, ich habe auch schöne Bilder gemacht. Okay, dann komme ich ja zurück. Weil von hier unten, das sieht so spektakulär aus. Ja, besser als von der Seite, definitiv. Ja. Ich meine, ich kann auch nochmal von unten vorne, aber jetzt, da sagst du ja, der Schnabel sieht ja nicht aus, sagst du ja. Jetzt im Dunkeln sieht es cool aus, muss ich sagen, von hier. Ja, sieht cool aus, durch das Weiß. Ja. Aber wie du siehst, ist kein Teufelswerk, ne? Ja, Hammer. Und du hast wirklich alles drin? Ja. Und kannst es halt auch wirklich richtig benutzen. Also nicht nur in kreativ gebaut, sondern das ist jetzt ein richtiger Spielstand halt, ne? Ja, das ist ein ganz normaler Spielstand, wie alle anderen auch. Nur eben keine 1000 Tage, ne? Weil, ja, ich habe so viel Flöße gebaut, wenn ich mich jedes Mal so lange dran aufhalten wollte. Ja. Ja. Hammer. Aber bei dem Floß fehlt mir was, das Klavier. Ja. Ja, dann hättest du ein größeres Flugzeug bauen müssen, ne? Nein, das reicht zu. No. Das war echt ein Graus, die ganzen Stelzen. Mhm. Ich schicke dir da echt mal im Discord Bilder heute. Boah. Ja, ja. Hier siehst du übrigens, was ich vorhin meinte, man kann auch Wände ins Nichts setzen, um den abzudecken hier, den hier, sag schon. Schaufelrad. Es geht. Die Stützen, die stehen ja im Nichts. Bei mir du teleportierst dich bei mir immer hin und her. Wie geht das? Jetzt ja, das machst du bei mir auch. Ich wundere mich auch gerade, wie du es schaffst. Nee, ich stehe hier auf der Rutsche vom Tangaroa, stehe ich jetzt. Ach so, deswegen. Aha. Und ich bin hier drin, okay. Mhm. Ja, irgendwie backt das hier rum. Ja. Soll ich das Flugzeug mal reindrehen in Tangaroa? Das sollte ich hier hinkriegen. Das kannst du machen. Einmal einlenken. Einmal Anker lösen.
Dann tun wir hier aber eine Flugzeugkatastrophe dokumentieren. Nee, ich glaube bloß so weit, dass es reinguckt. Okay. Oh Gott. Alter, ist das dunkel. Mach auf, das müsste ich jetzt direkt reindrehen. Ich muss so gleich wieder, zack, Anker runter. Alter, bitte zur Zeit. Das ist, glaube ich, schon drin, oder? Ja, mit dem Flügel, ja, sollte. Ja. Aber wenn ich jetzt noch weiter mache, sind die Tiere dran. Ja. Das mache ich nicht. Ich muss mal gucken, ob das drin steckt. Jetzt muss ich da ja wieder hinschwimmen. Warte mal. Ich sehe das ja von hier gar nicht. Jetzt aufs Flugzeug gehen können. Ich will das mal von hier unten. Okay. Alter. Ich glaube, es geht noch. Du bist, wie, als ob du dran vorbeifliegst. Ja, warte, dann weiß ich, was ich mache. Ich Rückwärtsgang vom Motor. Einmal. Sieht das geil aus? Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Motor einschalten. So, pass auf, jetzt ziehe ich es rückwärts durch. Ja. Der Flügel ist drin, ja. Ja. So kannst du dich in Tangaroa reinbacken, ohne dass du dort unten durchgehen musst. Also du kannst jetzt durch das Glas durchlaufen? Nee, geht nicht. Ich zeig dir das, wie das geht. Warte. Ich mache erstmal die Maschine wieder aus hier. Motor abstellen. Ja, vor allem ohne Licht ist es unten ein bisschen schlecht zu sehen, dort unten durchzukommen dann. Das sieht so krass aus. So. Benutzen. Guten Tag. Guten Tag. So, und jetzt? Jetzt nimm dir mal den Stuhl hier. Ich habe schon einen zweiten. Ja. So, und jetzt gehst du mal hier hin. Jetzt erstmal nur durchlaufen ist nie, ne? Geht nicht. Aber guck mal, du kannst den Stuhl hinter die Scheibe stellen. Stell den mal knapp hinter die Scheibe. Bei mir bist du schon wieder drin. Wie hast du das geschafft? Ich bin nicht drin. Bei mir stehst du drin auf dem Flügel. Also irgendwie backt das Spiel hier rum. Du musst den Stuhl hinter die Scheibe platzieren. Ja, und jetzt stehe ich auf und jetzt bin ich drin. Und dann bist du drin. Ach, das gibt's ja gar nicht. Und das geht natürlich auch mit einer normalen Plattform in Fußbodenhöhe von dem Floß aus. Ja. Und wie du da wieder rauskommst, stellst du hier einen zweiten Stuhl hin, das mache ich jetzt mal, den könntest du dann wieder benutzen. Also machst du dir vorher ihn draußen hin und ihn drinnen hin. Ja. Dann kannst du rein und rausgehen. Und tschüss. Das ist ja lustig, ey. Ja. Was für Tricks, ey. Krass. Jetzt weißt du, wie das funktioniert. Genau. Ja.